Ja. Moin moin, willkommen zu einer neuen Folge Fishing Planet. Mit mir, dem Underwater Frank. Und mit mir, dem Tampi vom Bierstübchen. Genau. Und wir wollen heute auf die Jagd gehen nach den beiden Crappies. Einmal den weißen und einmal den schwarzen. Und da sind wir natürlich wieder am Nigerien River in, ja, South Carolina, nee, North Carolina. Und ja, werden mal gucken. Wie gesagt, wir probieren mal bei Wolke, wir probieren mal bei Sonne. Ja, wollen wir sonst nochmal die Ausrüstung zeigen? Ja, hau mal rein. Mach du mal Okay, dann zuerst. mache ich meine mal zuerst. Also ich habe jetzt mal einmal die Nero 93 genommen. Die müsste vom Level her auch ungefähr passen. Denn eine, ja, relativ mittelstarke Rolle. Die Fluorosehne drauf. Haken Raute 1, also wirklich den kleinsten, den es gibt. Mit einem breiten Schwimmer. Die Heuschrecke, die ist jetzt nicht so teuer als Goldköder. Aber mit der lässt sich das halt ganz gut angeln. Ja. Und dann kann Tampia mal sein Setups mal erzählen. Ja, also ich angel mit der Phoenix 350, mit der Callisto 1400 XS, mit der Braid 008, Haken 1 und ja, auch der Heuschrecke in der Tiefe von 1,20. Werd allerdings auch mal bei dem weißen Crappie die kleinen Ritzen probieren. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ganz wichtig, ich werde hier einen Link einfügen, sodass ihr einmal das Video aus der Sicht von Tampi seht und einmal aus der Sicht von mir, sodass wir beide in den Videos das halt verlinken. Und dann braucht ihr nur wirklich mit einem Knopfdruck auf den Link drücken und dann seht ihr das aus der anderen Sicht. Ja, Richtig. Tiefe habe ich jetzt mal so einen Meter, also ich denke mal, ich werde da mal ein bisschen variieren, welche Tiefe ich da so nehme und, ja, und dann gucken wir mal. Ja, zu den Zeiten. Der schwarze Crappie, der beißt bei Sonne von 5 bis 8 und von 19 bis 21 Uhr. Das wollten wir mal probieren. Das sind noch die älteren Angaben. Das testen wir jetzt. Wolke 9 bis 10. Und der weiße Crappie, Frankie? Ja, der weiße Crappie, ist bei Sonne von 9 bis 11 und bei Wolke von 16 bis 19. Ja, siehst du. Genau. Ja, und Ja, dann wünsche ich dann. dir Petri Heil, oder? Ja, danke, danke. Wir gehen hier übrigens an dem Steg Waldscham, ne, da wo die beiden Bäume im Wasser sind. Ja, und ich werde jetzt erstmal auf die rechte Seite gehen und da mal versuchen, ein bisschen zu angeln. Und dann werde ich nachher auch mal rübergehen auf die andere Seite. Ja, und dann werfe ich jetzt hier einfach mal aus. Ich guck mal jetzt gleich. Einfach mal hier so auf ein paar Meter auswerfen, so. Da habe ich jetzt 12 Meter. Gucken wir einfach mal. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier mehrere Stellen probieren. Ja, und dann einfach mal gucken, wie man das am besten fängt. Ja, was die an Gold geben, weiß ich auch noch nicht. Ja, lass uns mal überraschen, wa? Kann den schwarzen Krabby ja auch, wie du mal im Video hattest, mit einem Oh, ich habe schon Biss. Spinnerfang. Ich habe schon Biss. Oh. Ja, viel Glück. Mal gucken, was es ist. Das glaube ich, ist das hier? Ein weißer Weißer. Crappie, siehst du? Haben wir schon Auf dem mal. schwarzen Spot. Was habe ich jetzt für eine Tiefe? 1 Meter. Und rechts an diesem Krautfeld auf 12 Meter hatte ich jetzt geworfen. Ach, meine Schnur ist gerissen. Oha, echt? Ja, Ah. ich hatte Biss und dann schwamm er in die Seerosen rein Ach und hängt so. fest. Und, ja. Okay, probieren wir was anderes. Genau. So, wenn ich hier den gefangen habe, dann werde ich da mal rübergehen zu der anderen Stelle. Also wirklich sehr schönes Ambiente hier auch in North Carolina. Sehr schöner See. Ja. Oh, hat's kurz geruckelt. Beobachte mal meinen Schwimmer hier. Der jetzt nicht gleich wegzieht. Ah, Köder wurde zu weit gezogen, Fisch ist weg. Okay. Nochmal auswerfen. Da ist schon mal wieder. Ah, ich hänge schon wieder fest. Ich glaube, ich sollte hier nicht hinwerfen. So, ich ziehe jetzt mal ein bisschen langsam rein. Obwohl 12 Meter ist eigentlich Gerissen. okay. Oh. Das ist nicht gut, Ja. ja. Wofür Effekte? Jetzt mal die Bremse auf 9 gestellt.
Ja, man sieht den Powerbalken jetzt auch nicht wirklich. Weil dadurch, dass es hier so von der Landschaft. Oh, da ist ein bisschen Bewegung gewesen. Gucken wir mal. So, bei mir geht's jetzt erst los, die Angelei. Ach so, hast du noch eingestellt. Oh, da ist was, da ist was. Mal gucken. Wieder, glaube ich, ein weißer, oder? Oder ist das ein schwarzer? Weiß. Oh, weißer Kreppi in Trophy-Größe. Bist du jetzt bei den Baumstämmen oder wo liegst Nee, du? ich bin nun, ja, rechts, über das Krautfeld werfe ich rüber auf 12 Meter. Okay. Ja, da hatte ich meine Abrisse gerade eben. Beide. Okay. Weil Achso, ich echt weil du auch. da verhakt warst. Naja, genau. Oh, ich hab Biss. Ich drück die Daumen. So, nur Schluck. Ist er wieder weg, oder was? Ja, ist noch ein bisschen. Hab schon wieder einen. Gucken. Na, normalen weißen Kreppi. Aber mit Zuppel, das war wieder weg. Aber auch nicht ein Ausschlag eigentlich. Er wollte nicht. Ich werfe so vor das Krautfeld, weißt du, auf 11, 12 Meter. Ja, hier wichtig wirklich den Schwimmer zu beobachten. Jetzt zieht er zum Beispiel schon runter, also er schlägt der Powerbalken schick fast nicht aus. Deswegen lieber den Schwimmer beobachten. Also ihr seht, mit Heuschrecke geht das ganz gut. Das ist allerdings ein teurer Köder, ne? Ja, ein Gold kosten da halt ein Paket, sag ich mal, davon. Ja, Rentiert. klar, ja. Ich werde ja mal sehen, wie viel ich da jetzt rausziehe. Weil, ja. Wenn sich das natürlich nicht rentiert. Ja, gut, aber es hat auch immer Zufall, ne? Man angelt ja nicht immer gleich. Mal holt man mal ein paar mehr raus, mal ein paar weniger. Aber ich sag mal, Ja, für wenn die ein 3 Gold geben und Gold, du alle ja, drei Dinger dann halt genau, einfangen dann könntest. rentiert sich das, ja. Vor allem ein Gold, also ist ja jetzt. Oh, da ist was. Dann gucken wir, ob er gleich wieder ausschlägt. Ja, oh, was ist das? Oh, jetzt bin ich verhakt. Ah. Zugerissen. Ne, geht. Mal Glück gehabt. Ja, aber, ja Eine hast du gut. drauf, welche Schnur? Die 03er Fluoro. Ist Dann halt. hast du eine größere Rolle, ne? Ja, die ist ein bisschen fester. Ja, hätte auch eine niedrigere nehmen können, aber. Da ist mal die 03er draufgelassen. Oh, da ist schon wieder Bewegung. Aber bei Wolke beißen sie eigentlich ganz gut jetzt, ne? Ja, bei mir ein bisschen zaghafter. Wirfst du auch an die gleiche Stelle, oder? Oh, jetzt habe ich einen großen Ja. dran. Oder? Hat sich ein bisschen schwerer angefühlt. Ne, was ist das? Ach, ein Forellenbarsch, okay. Sah ein bisschen größer aus. Ach, das zieht er den wieder rein. Ich hab Biss und er zieht mir das Ding in die. Ich habe da keine Chance. So, mal einen Schluck Kaffee nehmen, das bringt immer Glück, habe ich gehört.
Aus. Ah, schon wieder gerissen. Vielleicht doch eine stärkere Schnur nehmen, oder was? Ja, könnte ich. Also wirklich schade, denn jedes Mal. Ich hole mal einmal mal einen Meter ran hier. Ich musste gerade Telefon wegdrücken. Ja, pass Ja. auf, dass es nicht nochmal klingelt. Das habe ich dann nämlich auch manchmal so während der Aufnahme. Und ich habe vergessen, meine Telefone dann zu muten. Und dann habe ich, glaube ich, dreimal einen Anruf gehabt in der einen Aufnahme. Das war auch. Naja. Ja, ich kann meins nicht leise stellen, das Ach ist. so. Bin ich da schon wieder auf derselben Route? Also. Ja, bei mir beißt jetzt auch gerade mal wieder ein bisschen weniger hier. Vorhin ging es gleich gut los. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Bei mir steht, sie haben keine zusammengebauten Oha. So, nochmal probieren. Jetzt bin ich gleich wieder im Krautfeld drinne. Ich werfe nochmal neu aus hier. Der ist schon so weit rüber getrieben. Oh, ich habe Bewegung hier. Wo wirst du gerade hin, links oder rechts? Nee, zwischen die Baumstämme. Ach so. Ja, da könnte ich auch noch mal gucken. Mal ein bisschen variieren. Weiß doch Ich habe endlich einen mal. Biss. Was ist das denn? Ist das ein Plötz oder was? Ach, hör doch mal auf, ein goldener Putzer. Ich habe schwarze Krabben. Mit Heuschrecke. Naja. Ah. Abgesehen, ja, 0,27 bei dir. Okay, also mit Heuschrecke kann man wohl auch ganz gut die goldenen Putze angeln. Ja, die Challenge haben wir ja auch noch. Ja, die unten. Größter Putzer. Ja, mit dem größten Preisgeld, 1 Million Euro. Allerdings geht das Event unendlich lang. Genau. Also wer gerne da mal mitmachen möchte bei der Challenge, ist gerne dazu eingeladen, den größten goldenen Putzer zu posten bei uns ins Forum. Oh, ich habe wieder Biss. Kurz mal Powerbalken gehabt. Das geht sehr schnell, ne? Die beißen sehr schnell an. Das, Ja. also das hat man nicht so viel Zeit, sag ich mal, jetzt anzuschlagen. Aber mir ist die Schnur ziemlich schnell gerissen, ne? Ja, das ist nicht so gut. Auf jeden Fall hast du jetzt schon mal die schwarzen Kreppis beim linken Baum, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Zwischen den Bäumen hat er gebissen. Ach, zwischen den Bäumen, okay. Hast du ihn rübertreiben lassen denn, ne? Wie viel Meter hast du ausgeworfen? Ja, ich werfe den ein bisschen weiter und ziehe den ran, so auf 13 Meter, 12, 13 Meter. Okay. Nur so das Gefühl, wenn der hier ein bisschen zu lange rüber treibt, dass dann kein Biss mehr kommt. Ja, dann brauchst du dich nur nach rechts drehen, damit er die Hose so ein bisschen durchs Wasser zieht Ja, und schon bist stimmt. du dann weiter vorm Hautfeld. Ah, Oh, ich stimmt. hab Biss. So, wie ein kleiner. Goldener Putzer. Oh, kein kleiner. Was war das höchste bei uns bisher, der goldene Putzer? 0,29, ne? Ja, irgendwie sowas in dem Dreher. Mhm.
So, ich versuche jetzt mal hier auf der anderen Seite. Ich werfe gleich nochmal neu aus. Wollen wir mal gucken, was hier geht. Bei mir ist gerade ein bisschen wenig los. Oh, festgehakt. Oha, nochmal Glück gehabt. Ja, meine Schnur war einfach zu dünn, dass die immer gerissen ist. Abzusehen eigentlich, aber egal. Ja. Also nicht so machen wie ich. Ja, vielleicht doch ein bisschen stärkere Schnur nehmen. Auch wenn der Fisch Wieder halt das. kaum was wiegt, ne? Aber wenn man dann doch mal hängen bleibt. Ja, ich drück die Daumen, Tambi. Weg. Wo oder? Ja, falls ich jetzt bei uns in der Aufnahme jetzt keinen einzigartigen raushol, dann würde ich nachher die Aufnahme einfach mal laufen lassen und das dann nochmal zusammenschneiden. Dass ihr halt auch mal seht, dass es halt wirklich möglich ist. Also ich habe jetzt halt 6 Heuschrecken sind jetzt schon weg. Und da habe ich wieder ein bisschen Bewegung. Mal gucken. Glaube, 10 Heuschrecken kauft man immer in dem Paket, ne? Bei 1 Gold, glaube ich. Deswegen, wenn man jetzt bei 1 von 10 vielleicht einen einzigartigen hat, das wäre schon. Ah, Köder wurde gefressen. Na super. Das ist So. natürlich. Ah, der hat auch nicht wirklich eingekurbelt hier. Natürlich nicht so schön. Mal jetzt die kleine Ritzen probieren. Aber ich mach mal lieber die Einholgeschwindigkeit gleich mal auf 4. Ich hatte eben gerade das Problem gehabt, dass der Köder gefressen wurde und die Einholgeschwindigkeit dann auf 1 runtergegangen ist, was normalerweise eigentlich nicht der Fall ist. Aber das ist, glaube ich, auch noch ein kleiner Bug. Ich habe auch Erritzen bis. Oh, Elritzen, ja. Na, die sind, glaube ich, noch ein bisschen teurer, ne, als die Heuschrecken. Ja. Da ist er wieder runtergesprungen, das gibt's ja Ha, junger Forellenbarsch. nicht. Okay, für den Grill. Ja, genau. Dann können wir nachher wieder an meinem Zelt gehen mit Desperado hier zusammen. Und dann können wir mal ein bisschen grillen hier. Ich glaube, Desperado kann ja dann den Koch spielen, ne? Kocht er so leidenschaftlich gerne. Kürze anlernen. Unser Micha da. Oh. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen. Gucken. Er zuppelt ein bisschen. Könnte vielleicht gleich dazu kommen. Ist wieder die Einholgeschwindigkeit runter. Ich habe jetzt mal die Shift-Taste im Blick, wenn er beißt. Nicht, dass das hier. Manchmal ist das auch der Fall, wenn dieser Bug passiert, dass er immer von Einholgeschwindigkeit von 4 auf 1 runter geht, dass dann die Server manchmal auch neu gestartet werden müssen. Das ist, hatte ich früher mal gehabt. Oh, da ist was. Jetzt habe ich mal Shift gedrückt. Mal sehen, was das jetzt ist. Ach Gott, goldener Putz ja schon wieder. Oh Mann. Ja, ich will aber trotzdem noch an dieser Stelle bleiben, dass ich da wenigstens irgendwas rauskriege hier. Gucken, wo ist meine Angel jetzt hier? Wie gesagt, am Anfang habt ihr gesehen, da die Trophys haben ganz gut gebissen. Mal gucken. Ging das schon noch hin? Vielleicht muss Na, ich die bei den Tiefe auch Nova. nochmal. Vielleicht muss ich die Tiefe auch nochmal ein bisschen verändern. Ich werde gleich mal die Tiefe nochmal ein bisschen einstellen. Ja, tote Hose im Moment. Ah, können wir nachher nochmal auf Sonne vorstellen. Ich hab grad Sonne. Achso, oh, ach nee, zu spät reagiert, ey, das gibt's doch nicht.
Ja, jetzt ist er auch noch festgehakt hier. Oha. Ich bin mal wieder auf Heuschrecke. Ja, ich bin auch noch bei Heuschrecke. Ich hoffe mal, dass ich hier vielleicht doch nochmal einen einzigartigen dran kriege. Na gut, ist ja klar, man hat jetzt nicht nur hintereinander weg immer nur einzigartige, ist ja richtig. Ja, der wird schon langweilig. Einzigartig soll ja auch einzigartig genau, sein. Genau, genau. Die gelbe Schrift im Chat ist dann schon was Besonderes, ne? Jo. Jetzt zuppelt das wieder, da habe ich einen. Ich werfe gleich nochmal neu aus, glaube ich, hier. Das? Ah, junger Forellenbarsch. Lass uns hier die Goldköder weg, du. Ja. Unglaublich. Ich probiere gleich nochmal bei Sonne. Da vielleicht mehr Glück hab. 9 bis 11. Ich habe vorhin mit der Abendzeit angefangen. Hm. 19 bis 21, aber hast ja gesehen, was passierte mit den ganzen Abrissen. Ja. Dann probiere ich jetzt mal. Also Sonne 5 bis 8. Ich würde sagen, wenn ich jetzt meinetwegen einzigartigen Weißen raus habe, du einen einzigartigen Schwarzen, dann reicht das ja auch, ne? Brauchen ja jetzt ja nicht beide jetzt die einzigartigen, oder? Die können ja, also, wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne dann bei Tampi gucken, ne? Und bei mir, und dann haben wir halt beide die verschiedenen Fische, ne? Genau, wer halt den ersten fängt. Genau. Du schnapp zu! Ist er. Oh, da hat er kurz runter, kurz runtergezogen. Gucken, ob er gleich beißt. Mal schauen. Halte mich bereit. Vielleicht habe ich ja jetzt endlich mal den einzigartigen. Er zuppelt immer noch. Komm, ich will jetzt mal über ein Kilo haben. Ganz halt am Zuppeln. Da. So, was ist es? Gucken. Na, wieder in Trophäengröße. Ja, nach der Trophy kommt der einzigartige. Ja, drück mir mal die Daumen, ja. Ja, und wie gesagt, wenn der Patch dann kommen sollte, auch irgendwann jetzt mit dem dynamischen Fischen, dann werde ich auch einfach mal ein paar Videos machen mit normalen Sperrenfischen, einfach mal um den Drill dann halt einfach so zu zeigen. Also so wie Tampi das jetzt in seinem letzten Video auch mal gemacht hat, einfach mal an See gehen, bisschen probieren, bisschen normal angeln, ne? Weil das Spiel entwickelt sich ja dann doch jetzt mehr zu einer Simulation, ne? Als es jetzt am Anfang war. Und dadurch wird das Angeln nachher auch ein ganz anderes Erlebnis, ne? Ja, wie ich schon in meinem letzten Video sagte, das ist mir eigentlich kurz piep egal, ob ich jetzt einen großen fange oder einen mittleren oder einen kleinen. Ich freue mich auch über einen kleinen Fisch, den ich fange. Ja. Weil ich genieße das Ganze hier, das ganze Angeln und nicht nur das Jagen nach Punkten. Genau. Oder Kohle scheffeln oder hier oder einfach halt das Spiel genießen. Ja. Ich habe glaube ich auch schon, irgendwo hatte ich glaube ich auch schon... Die haben ja den neuen See, den haben sie ja auf Facebook ja auch schon mal gezeigt. Also da bin ich auch mal gespannt. Haben sie schon erst einen Screenshot gezeigt. Mal sehen, wo der denn ist. Einige vermuten ja Mexiko, andere vermuten vielleicht doch eher ein europäischer See. Aber wir lassen uns mal überraschen, was da noch so kommt. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen Bewegung. Und gleich wieder zum Biss kommen. Vielleicht ist der See aber auch in Nepal. Schlägt ein bisschen aus, aber könnte wieder ein junger Forellenbarsch sein. Oh, da ist er. Oh, der ist aber groß. Ja, so, danke, danke, danke. 1,52 Kilogramm, einzigartiger weißer Kreppi, 58 Erfahrung, 45,4 Zentimeter. Ich halte ihn mal noch ein bisschen in die Sonne. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ist auch ein bisschen größer als die anderen. Seht ihr jetzt auch bei der Länge hier, ne? Gut, dann mache ich mal hier kurz mal alles weg. Das Gold. Mal. Ich guck gleich mal, wie viel Gold das ist. So, den behalte ich jetzt erstmal.
So, dann gucken wir mal, ob sich das jetzt rentiert hat mit den Heuschrecken. So, also nicht immer am See gucken, ne, wegen den Ködern, sondern immer zu Hause gucken. So. Wie bringt der? Der bringt 3 Gold. Naja. So, und 1 Gold haben jetzt, glaube ich, also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 10 Heuschrecken gekostet. Guck jetzt hier nochmal kurz am See. Mal Ja, diese gucken. Runde ging definitiv an dich. Okay, die sind jetzt hier, gibt's hier nicht zu kaufen, die Heuschrecken. Die gibt's jetzt. Ich guck mal, Insekten. Doch, da sind 25 Stück sogar. Also ihr kriegt für 1 Gold zu Hause 25 Heuschrecken. Ich habe jetzt, seht ihr ja hier, 13 Heuschrecken verbraucht. Für 1 Gold. Und habe jetzt 3 Gold gemacht. Also ihr könnt definitiv mit den Heuschrecken ruhig angeln gehen. Ne? Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, profitabel eigentlich, ne? Genau. Ja, das war es dann erstmal so von meiner Seite. Ich denke mal, Tampi wird da noch ein bisschen weiter angeln vielleicht, oder? Ja, ich werde jetzt noch, ich habe gerade ein Biss. Drücken mal den Tampi die Daumen, dass er jetzt auch noch einen rauskriegt. Ja, am liebsten würde ich mich jetzt, wenn das hier schon gehen würde, auf so einen Stuhl setzen und Tampi beim Angeln zugucken. Das wäre doch schön. Und dann einfach ihm die Daumen drücken, dass er halt jetzt auch mal einen einzigartigen Du kannst rauskriegt. schon mal die Fische ausnehmen und anfangen, die zu grillen. Das wäre jetzt auch eine Maßnahme. Schon mal den Grill vorbereiten, die Fische ausnehmen. Wenn man das hier schön simulieren könnte, das wäre natürlich top, ne? Ja, dann drücke ich dem Tampi auf jeden Fall die Daumen. Nee, bist wieder Hänger und. Ah. Nö, dann mach. Ja, war deine Runde. Definitiv. Ich hatte ein Ja. bisschen Pech, aber naja, so kann man auch mal sehen, dass das, so wie ich es gemacht habe, nicht klappt. Also ich kann euch auch nochmal die Tiefe sagen hier. Ich bin jetzt bei 1,10 Meter und habe jetzt, ja, seht ihr, habt ihr ja gesehen im Video, bei wie viel Meter ich den Biss hatte. Und es war, ja, kurz vor 18 Uhr. Ja, gut. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Jo, vielen Dank. Euer Underwater Frank und Euer Tampi. alles klar. Vielen Dank, Leute. Bis zur nächsten Bye Folge. bye. Tschö.